Hallo und herzlich willkommen bei Turnern. Mein Name ist Miru und wir machen weiter mit unserer Reihe über Cloud-Gaming-Dienste. Heute geht's um Shadow. Der Dienst Shadow kommt vom französischen Unternehmen Blade und ich habe schon öfters mal über die gesprochen. Ihr könnt euch mal auf dem Kanal auch das Video angucken, wo ich die in Paris besucht habe und mal ein bisschen hinter die Kulissen geschaut habe, was diesen Cloud-Gaming-Dienst angeht. Manche Leute sagen sogar, ich bin da ein krasser Fanboy von. Das ist aber nicht so ganz wahr. Es ist einfach so, dass ich bei Shadow das Gefühl habe, das ist der flexibelste der bisherigen verfügbaren Cloud-Gaming-Dienste. Und das finde ich gut. Deswegen stelle ich euch den heute mal ein bisschen im Detail vor, was man alles so machen kann damit. Also erstmal, welche Voraussetzungen benötigt man, um Shadow nutzen zu können? Da kann man eigentlich fast alles benutzen, von einem Mac, den ich hier habe, über einen PC, den man nehmen kann. Man kann das Ganze auf Android und auf iOS-Geräten nutzen. Shadow ist Stand jetzt der einzige Cloud-Gaming-Dienst, der auch auf iOS läuft. Und man kann es auch zum Beispiel auf einem Android-TV installieren als App. Das ist ziemlich praktisch. Dann haben wir auch noch hier die Möglichkeit, eine spezielle Set-Top-Box von Shadow uns zu bestellen. Die kostet extra, die braucht man nicht unbedingt. Das ist der Shadow Ghost, quasi wie eine Art Minicomputer, den man sich dann ganz dezent irgendwo hinstellen kann. Dazu aber gleich auch noch mal mehr. So, des Weiteren natürlich, wie immer, wir sprechen über Cloud-Gaming, es muss eine Internetverbindung her. Ohne die werdet ihr nicht glücklich. Die sollte laut Shadow mindestens 15 Mbit können. Das ist das absolute Minimum. Auch hier habe ich das getestet und würde sagen, so aller mindestens 20. Alles weiter nach oben ist umso besser. Wir haben bei Shadow die Möglichkeit, eine Vielzahl von Einstellungen zu machen. Das bedeutet, man kann auch viel an der Qualität dann rumdrehen von dem Stream, den man dann genießt. Also Shadow ermöglicht sogar teilweise mit zwei Screens zu arbeiten. Shadow erlaubt bis zu 4K-Auflösung und so weiter und so fort. Deswegen, da kann man mit 20 Mbit anfangen und kann dann nach oben hin quasi Glasfaser und so alles Mögliche erreichen. Das sind so die Voraussetzungen dafür. Wie gesagt, Geräte, ich benutze es am liebsten auf meinem alten 2013er MacBook, weil ich mit dem halt überhaupt nicht zocken kann. Und wie das dann aussieht, zeige ich euch jetzt nämlich gleich schon mal als ersten Schritt. Wenn ich das starte in dieser App, die ich dafür runterlade, dann muss ich mich einmal einloggen und dann habe ich quasi einen ganz normalen Windows-PC vor mir. Das sieht dann aus, als wenn ich statt einem MacBook einfach einen Windows-PC habe. Wenn der Stream gut läuft, kann ich den ganz normal nutzen, wie jeden anderen PC auch. Also die Spiele, die es für Shadow gibt, sind vielfältig, denn, vergesst es nicht, Shadow ist eigentlich ein ganz normaler PC, ein eigenständiger Computer, der halt nur nicht bei euch unterm Schreibtisch ist, sondern in der Cloud. Das bedeutet, ihr könnt auch alle PC-Spiele spielen, die es gibt, die ihr euch kauft. Natürlich könnt ihr keine Disk reinschieben, weil das Ding ist, der Server steht ja irgendwo sonst wo, also in Amsterdam oder in Frankreich. Aber ihr könnt alle Spiele, die es auf Steam, auf Origin, im Epic Game Store und sonst wo zu kaufen gibt, einfach ganz normal da erwerben. Und es sieht halt auch einfach aus, als sei das euer privater, persönlicher PC, der auch immer wieder euch so begegnet, wie ihr ihn hinterlassen habt. Das heißt, wenn ihr das hinzumacht, dann wieder öffnet, dann ist einfach euer Desktop wieder da. Das ist ziemlich flexibel. Man kann, wie gesagt, jedes Game zocken, was es so gibt. Man kann halt dann auch zugreifen auf sowas wie den Xbox Game Pass. Das bedeutet, wenn ich jetzt zum Beispiel hier Sea of Thieves spiele über Shadow, dann kann ich da mit meinen Freunden, die auch einen PC haben, zusammenspielen und kann auch andere Games, die es im Game Pass zum Beispiel gibt, oder auch bei Origin Access oder wie sie alle heißen, kann ich die einfach alle so zocken. Das ist eine gute Sache. Wichtig dabei natürlich zu wissen, ich kann nicht mit Konsolenspielern zusammenspielen, es sei denn, das jeweilige Spiel bietet Crossplay. Das ist natürlich, wenn ich jetzt nur PS4-Freunde habe und die wollen mit mir irgendein PS4-Multiplayer-Spiel spielen, was kein Crossplay mit PC hat, ist das nicht so cool. Das ist die einzige Einschränkung. Ansonsten könnt ihr an Games alle spielen, von Shootern bis zu Rollenspielen, Strategiespielen und so weiter und so fort. Klar, beim Cloud Gaming insgesamt mit Shootern ist es immer so eine Sache mit der Latenz. Aber ich würde sagen, da macht Shadow den anderen Cloud-Gaming-Diensten ab und zu schon ganz schön was vor. Ich habe mit relativ wenig Latenzproblemen da zu tun gehabt. Wenn ihr jetzt kompetitiv zocken wollt, also Counter-Strike oder Call of Duty, wirklich nur Multiplayer spielt, könnte es sein, dass es nicht so euer Ding ist. Aber dafür gibt es dann natürlich auch andere Möglichkeiten als ein Cloud-PC. Was sind die Besonderheiten von Shadow? Also in erster Linie die absolute Flexibilität. Ihr habt einen kompletten Windows-PC, mit dem ihr alles machen könnt, was ihr wollt. Ihr dürft da auch den Grafiktreiber deinstallieren. Ihr dürft da alles mitmachen. Ihr könnt auch mit Shadow arbeiten. Man kann tatsächlich
auch die Leistung dieses Cloud-PCs für Sachen benutzen, die halt der normale kleine Rechner nicht so kann. Sei es irgendwie Videoschnitt oder sowas. Ist natürlich ein bisschen anstrengend, man muss die Sachen erstmal alle da hochladen, aber wenn man sie da hat, kann man sehr gut damit auch arbeiten. Dann gibt es eine andere Besonderheit, das ist halt dieser Shadow Ghost, den kann man optional bestellen. Wenn er mal wieder da ist, der ist nämlich sehr oft ausverkauft, kostet so zwischen 100 und 150 Euro. Und das ist eine sehr dezente Lösung, wenn man quasi gar keinen anderen Computer hat, also als Desktop-Replacement Shadow nutzen möchte. Kann man sich auf den Schreibtisch stellen, leuchtet ganz schön von unten, weil da so ein LED ist und hat eigentlich alle Anschlüsse, die man braucht, also USB, LAN natürlich, HDMI und so weiter und so fort, Kopfhöreranschluss, kann man dann natürlich auch mit dem USB 3.0 Hub noch erweitern, das macht manchmal Sinn, weil man relativ viele Sachen anschließt. Man kann das Teil sogar so weit nutzen, dass man, wenn man irgendwie Spiele streamen will, bei Twitch oder so, kann man das einfach als PC benutzen, der sogar so mächtig ist, dass er streamt und spielt gleichzeitig. Das habe ich alles schon ausprobiert, funktioniert blendend. Also man kann auch sein eigenes Bild mit einer USB-Kamera hier reinschicken, das geht dann in die Cloud, übers Netz und wird dann da prozessiert. Die Latenz ist nicht besonders hoch, je nach Leitung natürlich. Das ist ziemlich cool. Also man kann bei Shadow alles Mögliche einstellen. Das habe ich bei den anderen Cloud-Gaming-Diensten manchmal vermisst. Preislich ist es dann so, dass es verschiedene Tiers gibt, also verschiedene Abo-Modelle. So ab 15 Euro bis so 50 Euro hoch. Das verändert dann natürlich die Konfiguration dieses Cloud-PCs. Man hat dann mehr Leistung etc. Ab nächstem Jahr wird dann Shadow auch Modelle anbieten mit RTX Raytracing, also einer ganz krassen Grafikkarte drin, mit was weiß ich wie viel Gigabyte RAM und so weiter und so fort. Man kann sich dann auch noch Festplattenspeicher dazu buchen bei denen. Ziemlich bunt gefächert, würde ich mal sagen, nicht immer nur günstig, weil man muss sich dann natürlich irgendwie auch ein bisschen verpflichten für ein Jahr, um dann preislich da ein bisschen mit runterzukommen in einen Bereich, der sich dann auch noch bezahlen lässt. Aber wer keinen anderen Computer hat oder auch nicht haben möchte oder nur so ein kleines, ich sag mal so, Laptopchen für die Schule oder für Studium und sich nicht so ein teures Gerät kaufen will, aber mal zumindest eine Zeit lang einen richtig krassen Rechner braucht, der sollte sich Shadow unbedingt mal anschauen. Ansonsten empfehle ich euch, bei unserer Reihe mit dabei zu bleiben, denn wir gucken uns natürlich auch alle anderen Cloud-Gaming-Dienste noch so an, die es auf der Welt gibt und geben wird. Also, sagt mir in den Kommentaren nochmal, was braucht ihr bei einem Cloud-Gaming-Dienst oder was ist der Grund, warum ihr niemals im Leben einen Cloud-Gaming-Dienst benutzen würdet? Ich freue mich drauf. Bis dann!